Ja, und ich glaube, ich habe was vergeigt. Ja, ich glaube, ich habe was vergeigt. Und zwar, ich sehe, was ich vergeigt habe. Das muss man nochmal machen. Nein, das hat nicht funktioniert. Nein. Nein. Klack. Klack. Immer noch. Purpurrot. Das muss hier. Die Bombe muss hier vorher weg, weil sonst können wir da nicht hoch wieder. Okay, ich muss jetzt hier deutlich überziehen. Was war das jetzt gerade für Klickerer? Okay, komm schon. Klack. 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 Okay, zweimal klacken. Klack. 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 Sehr gut, quick safen. Und jetzt hoch. Ah, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja, das so erst recht nicht. Okay, okay, hier runter, Strom ausschalten, quick save. Hier rüber, durch die Kreissägen. Runter, vor, quick save. Nein, so nicht. So erst recht nicht. Komm schon. Ah! Das ist enge! Und der Countdown macht es nicht besser! Ja, zum Glück sind die jetzt nicht gar so schnell wie die normalen. Die normal super schnellen. Aber dennoch ziemlich schnell dran. Komm schon. Zack. Jetzt müsst ihr noch runter. Quick save. Weiter. Sehr gut. Nein, das war zu weit. Das war auch ein Schritt zu weit. Okay, okay. Aber ich frage mich jetzt gerade noch, wo bleiben jetzt eigentlich die ganzen Modarkins? Wir haben noch einen ganzen Arsch voll zu retten. Und wo müssen wir hin? Ist mal ehrlich. Wo müssen wir hin? Ich wüsste jetzt nicht, wo wir hin müssen, Jungs. Wo müssen wir hin? Hier ist ein Pfeil nach oben und unten, aber wo müssen wir hin? Hier ist überall dicht. Nein, das ist eine doofe Idee. Muss ich da jetzt... Das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt hier einen Schalter aktiviert, aber wofür ist der gut? Das hatte ich jetzt auch noch nicht, dass ich auf Anhieb nicht wusste, wohin. Und vor allem unter diesem Zeitdruck. Also das war... Muss ich da rechts? Da ist ein Aufzug links. Verdammt. Das hätte ich wissen sollen, bevor ich hier durchgesprungen bin. Okay. Okay, okay. Ich aktiviere ihn und dann gehen wir wieder zurück. Okay, gut. Okay, die bleiben aus. Sehr gut. Hoch, die Junge. Oder nee, runter in dem Fall. Ah, verdammt, das war zu weit. Sorry, Jungs. Okay, der Notaus hier ist soweit in Ordnung. Komm durch, Abe. Wir haben nicht gar so viel Zeit. Mach's nicht gar so spannend. Quick save. Runter mit dir. Nein. So geht's auf jeden Fall nicht. Runter. Oh Mann, ich bin ein Superman für Timing, ne? Ach du Scheiße, und vor jedem steht noch so ein Ding. Okay. Was war denn das jetzt gerade? Nope. Klack, klack, klack. Okay, nach Quick Save zum Warten. Klack, klack, klack. Sehr gut. Weiter. Nein, so nicht. Klack. 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 Okay, zweimal warten. Klack. 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 Nein. Klack. Klack. Volle Konzentration und es haut nicht hin. Klack. 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 Sehr gut. Klack. Klack. Okay, dann Quick Save. Einmal warten.
Nein. Klack. Klack. Ja. Klack. Klack. Sehr gut. All of you. Sehr gut. Durch. Ja, verdammt, nein. Ich hab nicht so viel Zeit. Mach den Scheiß, oder so. Hier, komm schon durch. Yo, we got the power. Und jetzt hier. Runter. Was war das jetzt? Okay, das war seltsam. Und jetzt hier raus. Raus mit euch. Ich glaube nicht, dass wir alle haben. Verdammt. Wir haben 23 übersehen. Und jetzt hier. Sterbt alle. Und die Glacken sind tot. Verdammt! Well, I rescued Budokins, but who's gonna rescue me? 'Cause here I am. Face to face. With Mavic, the Glucken. Liberator of the Mudaken. Oddworld New and Tasty. Ja, das war's. Interessanter Soundtrack übrigens. Ja, das war Oddworld New and Tasty, die normale Kampagne. Ah ja, Oddworld Inhabitants, da war Lorne Landing gerade oben, ganz oben. Und hier der CEO, Stewart Gilgrave, ja, ich kann noch nicht mehr seinen Namen aussprechen, ich habe jetzt gerade zu viel auf einmal aufgenommen. Ah, herrlich, Jungs, Mädels da draußen. Das Spiel hat mir sehr viel Freude gemacht. Und es ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben ja nach wie vor Elves Escape. Wir haben es leider nicht geschafft, alle mitzunehmen. Tut mir jetzt ehrlich leid. Es war ja nie als 100% geplant, da ja viele Verstecke und so weiter noch kamen. Ihr habt es gesehen, dieser eine da oben, der versteckt war, das war nur einer von noch weiteren 25, die wir hätten retten können. Aber gut, die haben wir leider nicht gekriegt. Und mei, das ist das Problem. Ja, ich find's schade, dass wir es nicht gekriegt haben. Allerdings soll uns das nicht aufhalten. Ich freue mich ja auf jeden Fall auf Apes Exodus, was ja auf jeden Fall kommen wird. Zumindest so, wenn ich ein Landing einschätze und wie ich auch seine Aussagen einschätze. Bis dato ist er eigentlich immer recht verlässlich gewesen in dem Punkt.
Und ja, was er angekündigt hat, hat er bis dato auch immer gemacht und auch bis dato immer recht gut. Also, ich kann echt sagen, für den Remake, hammergeil. Also, ich habe schon lange nicht mehr ein Remake von einem Spiel gesehen, was tatsächlich so vieles gut gemacht hat. Das Quicksave, ja, ich muss sagen, es ist eine Verbesserung, eindeutig. Ich habe ein bisschen Probleme damit. Aus dem einfachen Grund, das Spiel wurde verdammt einfach dadurch. Es ist gerade, wenn man jetzt so betrachtet, mit dem Schwierigkeitsgrad Oldschool, der ist ja nicht wirklich Oldschool. Weil durch das Quicksaven vereinfachst du dir die Rätsel brutal. Du kannst natürlich auch eine Challenge draus machen und sagen, no Quicksaves. Selbst dann kommst du immer noch relativ gut durch. Stellt euch vor, wir würden das Quicksaven weglassen. Dann wüsstet ihr, wie ungefähr die Originalerfahrung des Spiels ist. Ein bisschen brutaler, muss man dazu sagen. Man muss auch sagen, wie man hier gerade im Hintergrund Ape kauern sieht. Ape hat jetzt hier durch die zusätzlichen Cutscenes, nicht Cutscenes, das ist garantiert nicht, dafür waren sie viel zu gut, durch die zusätzlichen Cutscenes ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Persönlichkeit bekommen, die im Original nicht vorhanden waren. Ich muss ehrlich sein, dass Ape, für mich war er im ersten Teil nicht ganz so ein Goofy. Ja, man könnte schon sagen Goofy. So ein, weil nämlich Ape durch die fehlenden Cutscenes und allgemein durch die fehlende Sprechzeit und allgemein durch die fehlende Zeit, die er halt einfach zur Charakterisierung bekommen hat, deutlich anders da, ja, wie soll man sagen, sich präsentiert hat. Weil, naja, er war zuvor eigentlich nur so ein kleiner Arbeiter. Ich finde das Spiel aber immer noch relativ gut gelungen, selbst mit den zusätzlichen Cutscenes, die halt einfach so ein bisschen die Erfahrung ändern. Aber ich muss sagen, dieses Spiel kam brutal nah ans Original ran. Also ich habe selten ein Remake gesehen, das so gut den Geist des Vorgängers eingefangen hat. Und ja, ich sehe. Ey, mach nicht so einen auf dicke Hose, du weißt, was passiert. Genau das. Und ja, es ist. Ich freue mich auf Apes Exodus. Vor allem aus dem Grund, dass die Quicksave-Funktion nämlich damals das erste Mal ins Spiel dazukam und die Rätsel aufs Quicksaven jetzt geeicht werden. Das heißt also, geeicht sind, auch schon im Original. Und das ist jetzt hier nicht passiert, aus dem einfachen Grund, weil die Entwickler sich großteilig 1:1 an die Rätsel gehalten haben. Wenn ihr dieses Spiel spielt, werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit sozusagen die ganzen Rätsel wiedererkennen, die ganzen Orte wiedererkennen. Aber ich muss sagen, mir haben sie damals ein bisschen besser gefallen. Das könnte vielleicht aus der Grund der Nostalgie sein. Aber es liegt eher daran, dass... Ja, thank you for playing. Danke, ich bedanke mich fürs Machen. Das ist eher die geilere Sache, weil so ein schönes Spiel bekommt man leider selten. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Verdammt. Ja genau, Rupture Farms war damals dreckiger. Und ich mochte das. Und auch die ganzen Figuren waren kräftiger. Das habe ich ein bisschen vermisst jetzt hier in dem Spiel. Allerdings, ich meckere hier auf einem so hohen Niveau. Brauchen wir gar nicht erst darüber diskutieren. Es gibt hier noch so eine... Ja, es gibt die Funktion, dass du hier dich noch raten kannst im Vergleich zu... Ich bin jetzt auf Platz 1226. Ich weiß nicht. Vielleicht finde ich ja mal einen von euch darunter. Wer weiß. Mugnokuns gerettet. Was gibt's sonst noch zu gucken? Gibt's überhaupt noch was zu gucken? Oder ist das mit der Maussteuerung? Ich bin mir gar nicht sicher. Doch hier, Bestzeit insgesamt, wollen wir mal gucken, ich war jetzt hier auf Platz 1400, also Platz 1500 um genau zu sein, die 299 Club, ja, da komme ich nicht rein, da bin ich nicht drin. Rupture Farms, da bin ich auch ziemlich weit unten. Im Lager bin ich extrem weit oben mit 4, ich bin auf den Top 500, auch geil. Und hier... Mudakin oder wie das. Ja, das ist das Gebiet vor den zwei Nestern, ja? Da bin ich auch relativ schnell unter den Top 600. Dann hier Paramonia bin ich relativ schlecht in 1200. Paramonischer Tempel bin ich brutal schlecht. Paramonisches Nest bin ich unter den Top 1000. Interessant, Scribania, Alter, ja klar, dass ich da verkackt habe. Ich habe Scribania gehasst, es ging ja irgendwie... Ich habe lang gebraucht in Scribania.
Scribanische Tempel. Mhm. Scribanisches Nest. Ja, und den Dopp 2000. Ja. Feuerzone. Zulag 1. Zulag 2. Zulag 3. Alter, was haben die hier für Namen? Interessant, also Top 1000 hier. Konferenzraum, habe ich auch relativ lang gebraucht. Und Erfs Flucht steht uns noch bevor. Aber ich hoffe, hat euch soweit gefallen. Mir auf jeden Fall. Und wir sehen uns, wenn es heißt, wir holen uns den letzten. 40 Gott.